Ja, willkommen zur gepflegten Lego-Unterhaltung. Wir haben jetzt schon Handcam zusammengesteckt. Yeah. Thorsten führt die Kamera, also ist ja nicht zu sehen. Nein. Einmal bitte dann. Ich zoome euch ein bisschen rein, damit ihr den Rest auch schön erkennen könnt. Genau. Das ist das ganze Schloss. So, und Tobias möchte uns jetzt gerne noch zeigen. Wie man das hier sprengt. Ja, dann zoomen wir nochmal schön drin. Also, das sagt bereit, wenn du bereit bist. Ich bin soweit, ist gut drauf. Gut. Scheiße. Vorbildlich. Also, geht das besser? Nochmal. Wahrscheinlich war das zu fest drauf. Ja, ich hätte auch damit gerechnet, dass da drüber eine Reihe frei bleibt oder so. Nee, nee, das ist ja absichtlich, dass man das eben sprengen kann. Ne? Wie gesagt, das ist auch schnell wieder zusammengebaut. So. Ah, immerhin. Ist schon cool. So kriegt man das Schloss wieder kaputt, wenn man es wieder nochmal aufbauen will, dann zum dritten Mal. Ja, aber das ist ja extra dafür gedacht, weil Saruman das eben auch sprengt. Ne? Gut, in diesem Sinne, Ach, eins noch. eins noch, Eins weiter. noch. Und zwar, wir haben ja hier diesen Gimli. Und dann, wie im Film, wie gesagt, dann kann man ihn hier so rüberfeuern. Cool, ich hoffe, die Leute haben das jetzt gesehen. Ach, deswegen das Katapult auf der Seite. Genau. Ne? Ah, sehr schön. Alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Let's Build Lego wieder. Tobias sagt euch nochmal Tschüss. Tschüss. Ich sage auch Tschüss. Bis zum nächsten Mal.